Herzlich willkommen zu unserem dritten Training für Menschen mit wenig oder keiner sportlichen Erfahrung. Zu Zeiten, in denen wir wenig jetzt raus können, aufgrund von Ausgangsbeschränkungen, sondern die eigenen vier Wände nutzen wollen, um körperlich uns mobil zu halten und einen Spaß an der Bewegung zu haben. Ich darf uns wieder kurz vorstellen, der Felix, mein Name ist Klaus Ruscher und wir legen jetzt los, die nächsten 15 bis 20 Minuten ein kleines lockeres Training mit euch zu absolvieren. Wir laden euch heute wieder ein zu ein paar Koordinationsübungen, zu ein bisschen Krafttraining und auch zu einem leichten Ausdauertraining. Was wir heute brauchen, und das wäre schön, haben wir bestimmt zu Hause im Haushalt. Und zwar brauchen wir kleine Gewichte. Natürlich hat nicht jeder einen Hantel daheim, aber wir können uns ganz einfach behelfen. Und zwar haben wir hier alkoholfreies Bier. Nein, nicht zum Ausdrinken, das können wir hinterher machen. So, das sind unsere Gewichte. Für diejenigen, die ein bisschen mehr Kraft haben, die können dann Literflaschen nehmen. Die können die auch voll machen, können auch die leeren sein und voll machen oder leer, dann sind sie leichter. Kleine Flaschen, große Flaschen, sowas, was man leicht in die Hand nehmen kann, zu einer Übung, zur anderen Übung oder für die Schulter. Das werden wir hinterher mit euch machen. Also je nachdem, wie viel Kraft ihr habt, größere, kleinere Flasche. Wir haben hier, das sind 0,3, die ist noch voll, die haben wir noch nicht ausgetrunken. Oh, die sind schon abgelaufen. Alkoholfreies Radler ist es. Gut, freue mich schon drauf. Also, sowas braucht ihr. Und zum Zweiten wäre es schön, entweder habt ihr ein Kissen oder eine kleine Matratze oder eine kleine Stufe oder eine kleine Treppe, eine kleine Kiste. Und zwar, wir haben uns hier sowas zusammengebaut. War ein ehemaliger Tisch, auf den wir dann draufsteigen können und wieder heruntersteigen können. Die muss gar nicht hoch sein, die ist jetzt beispielsweise so in etwa 10, 12 cm hoch. Es reicht wirklich auch ganz klein, 5 cm nur. Es geht nur zum Abschluss, wenn wir die Übung machen, dass uns dann dieses selbstgebastelte Gerät dabei hilft. Ansonsten, wenn ihr jetzt nichts auftreibt, macht es auch nichts. Ihr könnt jetzt das Video kurz anhalten, die Sachen holen und dann dabei aufbauen. Wir brauchen sie erst später und dann das Video wieder einschalten. Wir machen dabei schon mal weiter mit unseren Mobilisationsübungen, nämlich zum Start, okay? Ja. Auf geht's. Ja, das müsst ihr jetzt nicht machen, könnt ihr auch machen. Okay, also, wir strecken uns schon mal. Machen uns ganz hoch, wir gehen ein Stück weiter hinter, damit man uns gut sieht, Felix. So, und hoch. Die linke Hand hoch und die rechte Hand nach oben ziehen. Und die linke Hand nach oben ziehen und die rechte Hand nach oben ziehen. Und wer es gut schafft, kann auch, haben wir ja schon mal gemacht, die Hüfte auf der anderen Seite mit hochziehen, sodass wir eine kleine Schlangenbewegung haben, eine kleine Räkelbewegung. Ich mache das immer ganz gerne in der Früh im Bett. Also natürlich vor dem Aufstehen. Ganz groß machen. Der Felix wird jetzt mal größer, wenn ich mit dem trainiere. Jetzt ist er bald schon, kommt er mal fast schon bis zur Nase. Schön lang machen. Wunderbar. Ah, ja, genau. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen Bewegung in unseren Körper gebracht. Gut, die nächste Übung. Mal die Schultern kreisen. Sehr gut. Und nach vorne. Da sind wir schon mal von ersten Fünftel unseres Körpers etwas mobilisiert. Wir drehen den Kopf nach links und drehen ihn nach rechts. Das Ganze immer in einem stabilen Stand. Und nach links. Und nach rechts. Das ist die Ich will nicht Übung. Nein, 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 nein. Nein, ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Die macht der Felix ganz gern. Ich will nicht aufessen. Obwohl, der Felix isst immer auf. Gut, sehr schön. Okay, die nächste Übung, dass wir die Hände, mal die Finger spreizen und zusammen. Und spreizen und zusammen. Und spreizen und zusammen. Sechsmal. Vier. Und fünf. Und sechs. Machen wir noch zwei. Und sieben. Und acht. Sehr schön. Dann nehmen wir die Hände so in Kinnhöhe. Ihr könnt sie auch verschränken. Oder vielleicht ist dem einen oder anderen lieber, er macht hier genau die Arme über Kreuz. Hier bleiben wir stabil und drehen den Rumpf. Zur einen Seite und zur anderen Seite.
und wieder zur einen Seite und zur anderen Seite. Das machen wir je Seite viermal. Und noch einmal nach links und noch einmal nach rechts. Sehr schön. Wir lassen den linken Arm hängen, den rechten wie die Höhe und dann ziehen wir uns mit dem einen Bein am Knie entlang nach unten, das mit einem Arm am Knie entlang nach unten, der andere Arm zieht wie ein Bogen auf die gleiche Seite, praktisch von der Hand, die jetzt nach unten hängt und locker. Seite wechseln, die eine Hand zieht nach unten und zieht oben den Bogen mit, sodass wir einen schönen Bogen spannen. Sehr gut. Ah ja. Jetzt müssen wir aber endgültig, dass wir aus dem Bett sind. So, jetzt sind wir schon mal gut mobilisiert oben, gell? Ja. Gut, dann gehen wir ganz leicht in die Knie, Füße ein bisschen zusammen und drehen die Knie im Uhrzeigersinn. Fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Und zur anderen Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun und zehn. Super, sehr gut. Und die nächste Mobilisationsübung. Wir stellen uns auf die Zehenspitzen und auf die Fersen. Zehenspitzen. Wer da Probleme hat mit dem Gleichgewicht, einfach irgendwo festhalten. Dann nicht jeder hat ein Radl im Wohnzimmer. Ja, es kann auch der Küchentisch oder der Kühlschrank sein. Oder wie auch immer. Der Sohn. Und 5, 6, 7, 8, 9 und 10. So, und die allerletzte Übung in dem Bereich, Fuß drehen. Entweder nach außen oder nach innen. 4, 5 Mal mit dem rechten Bein und 4, 5 Mal dann auch mit dem linken Bein oder umgekehrt. Gut, bevor wir mit den Koordinationsübungen anfangen, eine kleine Übung für die Konzentration und für die Fokussierung. Das heißt, wir legen einmal die flache Hand auf den Nabel. Und hier mit der anderen Hand, mit dem Daumen und mit den Fingern greifen wir hier unter das Schlüsselbein. Genau, da gibt es zwei Mulden. Und jetzt schließen wir die Augen, stellen uns ganz bequem hin, ganz leicht, die Füße nach außen, die Knie leicht angewinkelt, atmen ruhig in den Bauch hinein, dann hebt sich der Bauch nach außen. Und fällt beim Ausatmen wieder zusammen, also gegen den Nabel. Und massieren gleichzeitig mit den Fingern oben die beiden Kohlen unterm Schlüsselbein. Augen sind geschlossen. Wir achten nur auf unserem Atem. Ein und aus. Ein und aus. Jeder für sich. Wir lassen die Augen geschlossen, wechseln jetzt die andere Hand auf den Nabel und die zweite Hand genauso wieder mit den Fingern in die Kohlen und die gleiche Übung. Wir massieren wieder unterm Schlüsselbein und atmen gegen die auf dem Nabel liegende Hand ein und aus. Noch einmal tief ein- und ausatmen, die Augen wieder öffnen, Arme hängen lassen und jetzt sind wir eben hier und da, können mit unseren Koordinationsübungen anfangen, gell? Ja. Gut, kennen wir die vom letzten Mal noch? Weißt du noch die mit dem Gehen? Ja. Ja, genau, die kennen wir, gell? Also,
Die wiederholen wir heute wieder. Wir fangen an, ganz normal zu gehen. Die Knie diesmal schon etwas höher nehmen. Wie so schön marschieren. Genau. Wie beim Wandern. Naja. Oh, der Felix ist ein Bergsteiger. So. Und die Arme schwingen gegengleich. Das heißt, rechtes Bein und linker Arm. Linkes Bein und rechter Arm gehen jeweils nach oben, vorne. Ein Diagonalpattern. Das ist ein Bewegungsmuster. Wir bewegen uns ja in Diagonalen, rechte Hand, linkes Bein, linke Hand, rechtes Bein. So, und das ist für unser Gehirn helfen, die linke und die rechte, die normale abgespeicherte Bewegungsform. Und jetzt durchbrechen wir die mal, indem wir, das ist nämlich gar nicht so einfach, mal gleichzeitig, genau, gleichzeitig gehen, also rechts, rechts, links, links. Ist gar nicht so einfach, da einen Rhythmus zu kriegen. 5, 4, 3, 2, 1 und wieder überkreuzen. Sehr gut. Wir aktivieren hier einmal die rechte, einmal die linke Gehirnhälfte. Rechte ist ja die kreative, die linke die rationale Gehirnhälfte. Und dann aktivieren wir durch den Überkreuzgang wieder beide zusammen. Und das macht uns aufmerksam, das erfrischt. Also wenn ihr mal untertags und wieder gleichzeitig, wenn ihr untertags mal einen toten Punkt habt, dann stellt euch hin, macht das Fenster auf und macht genau diese Übung. Ihr werdet euch wundern, wie diese Übung euch erfrischt. Und noch einmal überkreuz. Wichtig ist, wir schließen diese Übung mit dem Überkreuzgang. 5, 4, 3, 2, 1 und super. Okay, zweite Übung für die Koordination. Haben wir auch schon gemacht. Wir schließen die Arme und jetzt beschreiben wir im Uhrzeigersinn eine liegende 8. Super, jawohl. Eine liegende 8 beschreiben. Für die Mathematiker das Unendlichzeichen und zur anderen Seite. Sehr gut. Wunderbar. So. Sind wir bereit für unseren Kraftteil? Ja. Für unser Krafttraining? Mhm. Also Krafttraining, Aktivierung der Muskulatur. Keine Angst, wir werden jetzt keine Bizeps aufbauen. Ja, da würde meine auch schon anders aussehen, wenn ich da Erfolg gehabt hätte. So, wir nehmen mal unsere Bierflasche, oder? Ja. Okay, ich hoffe, ihr habt in der Zwischenzeit Bier geholt. Oder Bierflaschen oder Wasserflaschen. So, jeder hat zwei Bierflaschen. Nicht fallen lassen. Genau. Wir nehmen die Bierflaschen quer. Genau. Stellen uns aufrecht hin und machen die Übung. Ich mache es mal von der Seite. Genau. Machen die Übung folgendermaßen, dass wir einmal rechts und einmal links. Einmal rechts und einmal links. Einmal rechts, einmal links. Im Wechsel den Arm beugen und strecken. Die Ellbogen sind nahezu fixiert, also nicht vorgehen. Hier aus der Beugung entsteht die Übung. Genau, der Ellbogen ist fixiert in etwa in Hüfthöhe. Und das machen wir jetzt so oft, wie wir Kraft haben. Also ich gebe es mal vor, wir machen es 10 Mal. 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Die Flaschen bitte nicht fallen lassen. Gerade wenn ihr Parkettboden habt oder Fliesenboden, dann kann ich da nichts dafür. Ja, Plastikflaschen wäre das einfacher, gell? Ja. Aber die sprudeln dann immer so, wenn man die aufmacht. So, machen wir es nochmal. Okay, ich stelle mich mal auf die andere Seite, leicht quer, damit man es gut sehen kann. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, noch zwei Fleißaufgaben. 11,
12. Sehr gut. Und ausschütteln. Einmal machen wir es noch. Oh, die werden wir jetzt auch machen würden, wenn wir die schon schütteln. Ja. Dann machen wir Schimpfer. Ja. Dann dürftest du alles aufwischen. Gut, einmal machen wir es noch. Und wieder stabiler Stand. Und 1, 2, 3, 4. Wenn ihr eine Pause zwischendrin braucht, dann macht eine kurze Pause. 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Wunderbar. Wir stellen die Flaschen kurz ab. Schütteln die Arme aus. Genau. Jeder Muskel, der eine Bewegung ausführt, hat auch einen Gegenspieler, der genau die gegenseitige Bewegung ausführt. Und das ist beim Bizeps der Trizeps. Also der eine ist der Armbeuger, der andere ist der Armstrecker. Und den wollen wir jetzt auch trainieren. Wir nehmen wieder unsere Flaschen. Auch die Übung haben wir schon mal ähnlich gemacht. Stellen uns entweder in einem leichten Ausfallschritt oder auch gerade hin. Ich mache die Übung ganz gerne in einem leichten Ausfallschritt. Nehmen den Ellenbogen wieder gerade, lassen aber die Hände hängen, leicht gebeugt und jetzt nach hinten führen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Dann machen wir insgesamt 7, 8, 9 und 10 und locker. In der Regel hat der Trizeps etwas weniger Kraft. Dann reichen uns die 10 Wiederholungen, wenn wir jeden Arm zählen. Das sind dann 5 Doppelwiederholungen. Nicht vergessen, beim Bizeps haben wir 10 Doppelwiederholungen gemacht. So, kurz wieder ausschütteln. Machen wir wieder. Stelle mich wieder auf die andere Seite. Leichter Ausfallschritt. Und 1, 2, zähle ich die doppelten, 3, 4, schön strecken und noch einen, 5, sehr gut, und wieder ausschütteln, schüttelst du ja gar nicht, das müssen wir dann mindestens 2 Tage im Kühlschrank stehen lassen, bevor sich das wieder beruhigt hat, aber dann haben wir schon wieder die nächste Stunde, die wir hier mit euch per Video machen, dann geht das Ganze wieder von vorne los, ich glaube, das kann ich halber zu lange nicht bringen. Aber macht nichts, wir machen die nächste Übung. Und wieder der Ausfallschritt. Arme leicht hängen lassen. Und 1, 2, 3, 4 und 5. Sehr gut. Abstellen wieder. Ausschütteln. Die Arme ausschütteln. So, die nächste Übung. Nehmen wir auch die. So. Folgendes. Wir stellen uns leicht in die Kniebeuge. Jetzt müssen wir ein bisschen auseinander gehen. Weißt du was? Ich gehe einen Schritt hierher und du gehst einen Schritt vor. So. Genau. Nicht, dass wir uns gegenseitig die Bierflaschen um die Ohren hauen. So. Und dann heben wir die Arme an. Je nachdem, wie ihr Kraft habt. Entweder bis zur senkrechten oder 45 Grad. Ne? Also. Von unten. Und 1, 2, das ist eine Schulterübung, 3, ich mache es von der Seite, 4, aufrechter Oberkörper, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Darauf achten, dass ihr hier stabil steht, dass ihr hier nicht in den runden Rücken fallt oder ins Hohlkreuz. Ja. Lieber die Arme nur ganz leicht wegheben, wenn euch die Kraft ausgeht, oder das Bier ausschütten oder das Wasser rauslassen, ja, wenn es zu schwer ist. Aber die Übungen sind immer wichtig, dass man die sauber ausführt. So, wir machen es nochmal. Stelle mich wieder auf die andere Seite und wieder 10 Mal. Und 1 und 2 und 3 und 4 und 5 und
6 und 7 und 8 und 9 und 10. Super. So lernen wir zählen. Ja, der Felix ist ja in der ersten Klasse, der muss jetzt bis 21 rechnen. Also, wenn die Schule dann wieder losgeht, gell? Das heißt, bis 20. Bis 20. Okay, bis 20. Das heißt, beim nächsten Mal müssen wir Übungen machen, die wir dann bis 20 machen, gell? Und dann rechnen wir noch dabei. Ja, gut. Dann haben wir noch gleich noch Gehirnjogging auch noch, gell? Gut, einmal machen wir es noch. Ich drehe mich wieder um. Und 1, 2, 3, 4, nicht so schnell. 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Sehr gut. Wunderbar. Die Bierflaschen haben Pause. Wir können sie abstellen. So, ganz ehrlich, wenn ihr bis jetzt dabei wart, super, 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 super. Top, top, top. Ihr seid wirklich, werdet von Mal zu Mal fitter. Wir haben das Programm, habt ihr ja gemerkt, von Mal zu Mal gesteigert. Das erste Mal, zweite Mal und heute. Und jetzt haben wir noch zum Schluss unseren Ausdauerteil. Und da kommt jetzt halt ins Spiel unsere umfunktionierte alte Tischplatte oder euer Kissen, eure kleine Matratze, je nachdem, was ihr aufgetrieben habt. Es muss nicht hoch sein, 5 cm reichen. Es muss definitiv nicht höher sein oder sollte auch nicht höher sein wie 15 cm. Also ihr müsst keine hohe Stufe erklimmen. Ja, also so eine kleine Kiste, ein kleines Brett oder vielleicht ein großes, dickes Buch. Früher so ein ganz alter Weltatlas, ja, das wäre natürlich auch noch möglich. Die guten alten Bücher. Naja. Also, wir beginnen zunächst einmal, lassen wir das erstmal stehen, erstmal nur zu walken. Also, auf geht's und los geht's und wir marschieren. Ja. Der Felix war ein Wandersmann. Ist ein Wandersmann. War nicht so wild. So. Ja, und die Knie ein bisschen hochnehmen. Sehr gut. Und die Arme schwingen schön mit. Jetzt ist es ja die ähnliche Bewegung, die wir vorher schon bei der Koordinationsübung, ihr erinnert euch, links, rechts, rechts, links gemacht haben. Also eine schöne Geh- und Steigübung. Wenn das Wetter draußen gut ist, dann kann man die ja auch mit offenem Fenster machen oder auf dem Balkon. Ich habe noch die gute Nachricht, man kann sich nicht verlaufen. Man muss nie verlaufen bei der Übung, gell? Ja. Wir sind allerdings auch nicht weit gekommen. Und wir können uns einmal drehen. Mal zur anderen Seite. Ist auch ein Vorteil, da kriegt man was von der Nachbarschaft mit. Oder von der eigenen Wohnung. Mal umdrehen. Jetzt müssen wir sozusagen rückwärts gehen. Und wieder zurück. Und wieder. Und so macht es auch Spaß. Das ist richtig abwechslungsreich. Wenn man sich die richtigen Grünpflanzen noch auf die richtige Seite stellt, dann kommt man sich vor wie im Wald. Man muss bloß kreativ sein. So. Und jetzt kommt natürlich unsere Tischplatte langsam ins Spiel oder unsere Stufe. Wir gehen mal zur Stufe. So, Felix, du rechts. Ich hier links. Jetzt ein bisschen rüber. So, und jetzt mache ich die Übung ganz kurz vor. Wir gehen auf die Stufe, zweiter Fuß hoch, wieder runter und wieder zurück. Also hoch und zurück und hoch und zurück und hoch und zurück. Ist wie ein Treppensteig. Hoch und zurück und hoch und zurück und hoch und zurück. Die Arme schwingen immer mit. Ist immer wichtig. Sehr gut. Und jetzt nehmen wir mal die Füße ein bisschen höher. Und die Knie. Jawohl. Wir stupsen uns hier herunter, gell? Sehr gut. Und zur Lockerung wieder flach gehen. Ja? So, und jetzt, weil wir so daneben stehen, eine kleine koordinative Aufgabe, wir steigen auf die Stufe und wieder runter. 3,
4 und wieder auf die Stufe und wieder runter. Ihr müsst kein besonderes Muster anwenden, ihr könnt nach hoch gehen und wieder runter gehen. Und wieder hoch gehen. Ihr könnt immer mit dem Bein, das entweder an der Tischkante ist, zuerst hoch und dann mit dem Bein wieder runter, das an der, also dann wieder auch an der Tischkante ist, einmal hoch, einmal runter. Also an den kleinen Tisch oder die Kante oder die Stufe, wie ihr habt. Geh mal wieder runter, muss wieder hoch. Und wenn ihr dann einen Rhythmus bekommt, also 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, dann habt ihr gleichzeitig hier eine super Koordinationsübung noch. Und dann können wir auch wieder das wechseln. Einmal vor, einmal zurück. Und jetzt machen wir das auf der anderen Seite. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Super, wunderbar. Und wir gehen wieder normal weiter. Ja, ihr könnt diese Übung immer wieder für euch zu Hause so lange machen, wie ihr wollt. Solange wie es euch gut geht. Solange wir ganz normal auch noch dabei sprechen könnt. Wir laufen uns locker aus jetzt schon. Gell? Ja. Ihr könnt sie verlängern, ihr könnt sie ein bisschen abkürzen, ihr könnt mit diesem kleinen Tool, mit diesem kleinen Werkzeug auch euch spielen, auch selber ein paar Übungen einfallen lassen. Es dient ja hier auch zur Anregung dessen, dass ihr zu Hause auch mal kreativ werdet. Das ist eine tolle Geschichte, was man da alles machen kann. Wir werden uns euch auch im nächsten Training natürlich ein paar Anregungen geben. Ihr könnt das Video anhalten, diese Übung gerade, diese Sidestep-Übung oder nach vorne gehen und zurück, also das seitliche Treppensteigen oder das nach vorne und hinten Treppensteigen, auch für euch einfach mal üben, mal anhalten, mal sagen, okay, jetzt muss ich erstmal reinkommen, ich schaue mir das nochmal an. Also, wie ihr wollt, seid frei, nehmt euch das Video als Anregung. Wir sind soweit schon mal für heute wieder durch. Mhm. Wir lockern uns noch ein bisschen. Von den Übungen, von den Kraftübungen und Ausdauerübungen habt ihr es heute überstanden. Ja, der Felix hat noch nicht genug, der wird jetzt noch eine Stunde herumspringen in unserem modifizierten Übungsraum. Beine ein bisschen ausschütteln und wir strecken uns noch. Auf jeden Fall, währenddessen wir uns hier lockern, ähnlich wie beim Einstieg, wie beim Anfang, wünschen wir euch schon mal viel Spaß, eine gute Zeit, einen guten Effekt mit dem Video. Macht es 2-3 Mal, nicht am Tag. Aber bis das nächste Video kommt und wir wünschen euch eine gute Zeit, habe ich schon gesagt, doppelt genäht, hält besser. Mit dem Video Nummer 4 melden wir uns dann spätestens Anfang nächster Woche. Viel Spaß, macht es gut, bleibt gesund und stark. Ciao. Tschüss.